Das ist Heidi. Euer Großkind. Mensch, hab du Kind. Öhi, 5 Jahre habe ich gut auf sie geachtet. Aber jetzt geht's einfach nicht mehr. Mach, dass du fortkommst. Hey! Das Kind! Nimm das Kind weg! Großvater? Guten Morgen, Großvater. Du hast ja nur einen Stuhl. Und auch nur ein Bett. Da will ich schlafen, Großvater. Mit im Heu, darf ich? Guten Morgen, Großvater. Trink deine Milch. Großvater, ist der Stuhl für mich? Für wen denn sonst? Danke, danke, danke. Ich komme mit guten Nachrichten. Ich habe einen Platz für Heidi gefunden. Aber ich will das Kind mitnehmen. Heidi bleibt da. Gehört mir. Und es macht, dass du fortkommst. Ja. Wie würde es dir gefallen, in einem ganz schönen großen Haus zu wohnen? So, und jetzt komm. Der Zug fährt schon. Wie heißt du? Heidi, ein unverdorbenes Schweizer Naturkind. Ich will jetzt haben, was verabredet. Wie soll ich dich denn nennen? Heidi. Ich bin Clara. Du siehst ein wenig aus wie der Geist im Peter. Bitte? Allein? Die Bediensteten werden nicht geduldet. Wir essen hier mit Besteck. In diesem Hause gibt es Regeln, Adlein. Kannst du ihr doch nicht rumlaufen? Ich? Oui. Kann man dieses Fenster nicht aufmachen? Warum? Weiß er, wie das Fenster aufgeht? Wir müssen aber zurück sein, bevor die Mittagsruhe um ist. Ja, ja. Wir tun. Wo ist er denn jetzt? Heidi, ich weiß es gerade nicht. Heidi, nicht! Er ist ein Weckler! Mit dem darfst du nicht reden! Wo sind die Berge? Großvater. Keine Angst, kleine Heidi. Ich bin's, der Doktor. Hast du denn etwas geträumt? Vom Großvater. Du vermisst wohl dein Zuhause, meine kleine Heidi, hm? Heimweh, sagst du. Maladie Swiss, es ist nervlich stark angegriffen und sie muss unverzüglich nach Hause geschickt werden. Das geht nicht. Das muss gehen. Aber das geht nicht. Das darfst du nicht. Bitte, bitte nicht. Was soll ich denn ohne Heidi? Clara. Ich bin auch krank und ganz alleine. Sebastian wird dich heute zurück in die Schweiz bringen. Wir nehmen den Zug am Mittag. Können Sie denn der Clara geben? Mhm. Sie muss mich unbedingt besuchen kommen. Bitte. Adieu.